Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Kena Bridge of Spirits. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier Haros Geist befreit und die drei wieder im Jenseits vereint. Falls ihr es nicht gesehen habt, guckt euch unbedingt die letzte Folge an. Ist echt eine wunderschöne Cutscene gewesen. Ja, und wie geht's jetzt eigentlich weiter? Wir haben Russos Geist gesehen hier. Und der wollte wahrscheinlich, dass wir ihm folgen. Waldpfad. Ich würde sagen, wir müssen wieder zum Maskenschrein zurück. Ja, in die Stadt. Aber dafür nehmen wir jetzt mal einfach den normalen Fußweg. Denn könnte ja sein, dass wir noch ein paar Rotten finden. Wie zum Beispiel hier habe ich so ein Dings gesehen, aber den haben wir glaube ich schon. Oh, den haben wir schon. So, wir können ja laufen, Gott sei Dank. Hier, was ist hier zum Beispiel? War ich anscheinend noch nicht. Oh doch, hier war ich schon. Hier war ich auch schon. Ja, ja, hier gibt es die Trainer. Ja, 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 ja. Ergibt Sinn, ergibt Sinn. Hier ist auch so eine Träne. Wunderschöner Baum in der Mitte, den kann ich mich gar nicht erinnern. Was war da drüben? Ja, der Erkunder schlägt wieder zu. Ah ja, hier. Hier haben wir auch was gefunden. Ja. Einen Rott haben wir hier gefunden damals, ja. Und da müssen wir jetzt eh schon eigentlich in der Stadt sein, im Dorf. Oder nicht? Jo, müsste gleich da sein. Hier kommt schon eine entspannende Musik für euch. Ah, Ladebildschirm, getarnter Ladebildschirm als Tor. Dann sind wir auch schon im Dorf. Mach mal den Blätterhaufen weg hier. Mehr gibt's hier nicht. Ah, Leute, da sehe ich schon was. Ey, das Ding geht ins Wasser rein. Süß. Wusste ich nicht. Löse ich mal auf. Hier können wir die Brücke runterlassen. Cool. Da hinten gibt es schon wieder ein versiegeltes Tor. Ich glaube, da geht es dann noch weiter. Aber jetzt werden wir erstmal hier das Dorf reinigen. Kommt raus, böse Geister. Wenn ihr euch traut. Hallo, hallo. Was soll das? So, mein Lieber. Zack, zack. War's das? Hallo. Was soll das? Thank you.
Jetzt aber. Ist genug, Leute. Mal gucken, was in dem Haus zugeht. Hallo. Nix? Gar nix? Echt? Ah, hier. Da 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 da. So, dann geht's da hinten rauf. Da gehen wir jetzt noch nicht hoch. Ich habe gesehen, hier ist ein Hebel. Ja, war doch klar. Da? War noch nicht? Noch mehr? Oh. Müssen wir doch sagen. Immer noch nicht? Hatten wir doch gerade, oder? Hey, nicht verlangsamen. So, jetzt aber. Und ein Rott. Sehr schön. Und zu mir, kleiner Rott. 37 haben wir schon. Gut, gucken wir mal da oben, was da oben geht. Ah ja, hier geht's dann weiter. Oder auch nicht. Gut. Das hier können wir noch reinigen. Dazu brauchen wir eine Träne. Ah, da habe ich gerade was gesehen. Was wir noch machen können. Ich glaube, es funktioniert so, oder? Jawohl. Eins. Zwei. Drei. Und? Das war's. Anscheinend. Okay. Können wir wieder ausschalten? Gut. Können wir hier rein? Rotthammer. Nein. Schade. Vielleicht später mit einer stärkeren, starken Waffe. Dann machen wir mal die Brücke auf. Ist hier drin was? Da ist eine Kiste. Oder eine Truhe, wie man sagen will, ne? Haben wir hier schon mal eine Diskussion gehabt. Für mich ist eine Kiste einfach eine Truhe und fertig. So, unten, nichts, ah, das war alles hier anscheinend. Naja, ist ja schon mal was, ne? Aha. Warte, holt euch das, damit ich euch neue Hüte kaufen kann. Hier war ich schon. Ja, war ich noch nicht anscheinend. Ah, doch. Ja, ich glaube, die blauen Kristalle, die regenerieren sich immer wieder. Jedes Mal, wenn man das Spiel neu startet. Da oben ist ein rotes Ding. Da hinten haben wir anscheinend die Geisterpost für. Das machen wir jetzt auch gleich. Wir machen jetzt so eine Stadtfolge draus. Also eine kleine Fillerfolge. Ich ja auch nicht durch. Nee. Komme ich nicht durch. Okay. Ja, ja, nicht nochmal lesen. Mann. Geh weg. Da hinten haben wir auf jeden Fall die Geisterpost für. Das ist nur der Gartenzaun. Und das war's schon.
Ich sehe schon, was wir kriegen hier. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier ist auch schon der Eimer dazu. Perfekt. Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Jawohl. Dann gehen wir gleich mal mit dem raus. Mal Gassi gehen, ne? Ah, freut er sich. Oh, guck mal, die Leute, die Geisterleute. Und sind sie wieder weg. Hä? Sehe ich die nur, solange ich den Dings kontrolliere, den... Wie nennt man das Ding? Ich glaube, der stand mal da. Hier. Den da. Geister. Hund. Drachen. Fuchs. Was auch immer. Nee. Jetzt sind sie ganz weg. Schade. Ich dachte, die sind noch da dann. So. Haben wir irgendwelche Häufchen, die wir wegmachen müssen mit dem? Oder? Laub. Oder sonstiges Gedöns. Sieht nicht so aus. So. Hier können wir dann auch rauf. Oh, weiß ich nicht. Waren wir hier schon? Zack. Nein, hier waren wir noch nicht. Nice. Aber wieder nur eine Truhe. Die bringen ja gar nichts, Leute. Wir wollen ja eigentlich Hüte oder sowas, ne? Die Truhen. Naja. Gut, gut, gut. Wo ist hier der... Was sind wieder die Geister? Hallo, ihr Geister. Kommen die einfach random? Eine lebendige Stadt. Wahrscheinlich umso weniger Verderbnis hier ist, umso mehr dieser Geister werden wahrscheinlich erscheinen. Ah, Hüte wollen wir jetzt nicht kaufen. Das mache ich offscreen. Das dauert sonst zu lang. Gibt es hier Schönes? Ah, hier gibt es nochmal so einen Tropfen. Zack. Aber für was? Sollen wir dann hier runterspringen damit? Sieht halt verdächtig aus, oder? Ich meine... Ah, nee. Ja, hier das Feld. Ja, ja. Na klar. Wir bewirtschaften das Feld natürlich. Nicht? Hä? Ja, letztes Mal ging das noch so. Warte. Komm mal her. Nee. Geht anscheinend nicht. Letzter Versuch, da unten vielleicht noch sowas zu machen. Kann mich runterjumpen. Okay. Ja, keine Ahnung. Werden wir schon rausfinden. Wir haben jetzt noch eine Geisterpost, die würde ich gerne abgeben. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon wieder so weit. Ah, hier waren wir schon. Ja, 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 ja. Da ist die Geisterpost abzugeben. Also ein großes Gebäude. Oh, hier leckt es auch ein bisschen. Ein wenig. Hä? Warte, wie komme ich da rein? Da oben ist der Briefkasten. Aha, so geht das.
So geht das. Sehr schön. Eine große Truhe. Eine kleine Truhe, eine verfluchte Truhe und eine große Truhe. Die kriege ich alle nicht auf. Nur die große. Ah, nur die verfluchte anscheinend. Ja, dann machen wir das schnell, komm. Vielleicht mal Waffen-Upgrade wäre nice. Ja. Leute, wie viele sind es? Ja, drei noch, da steht's ja. Drei Feinde. Und der Oberfeind. Da ist er. Ja, das war jetzt nicht so. Nicht so schwierig. Ich dachte eher, da kommt jetzt noch ein großer zum Schluss. Aber gut, aber gut. Ich will mich nicht beschweren. Kriege ich die echt nicht auf? Ich will diese Truhe haben. Verdammt. Ein Rot. Lululul. Ah ja, jetzt geht's. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Gut, Leute, dann machen wir diese Folge noch. Die Kämpfer hier. War der falsche, den wollte ich gar nicht. Leute, was stelle ich mich an? Wie ein Anfänger. Hallo, hallo. Oh Gott. Was ist los mit mir? So, jetzt machen wir es richtig. Diesmal machen wir es richtig. Die mittlere Truhe, meine Damen und Herren. Den da. Vier Feinde noch. Einer noch. So. Wunderbar.
Wunderbar. Tja, noch ein Rott wäre halt cool gewesen. Warum diese Steine immer? So, und jetzt ist die große Herausforderung. Gehen wir hier. 29 Feinde. Nein, 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 wollte ich gar nicht. Ach. Den wollte ich. So. Wie habe ich denn nicht getroffen gerade? In der Zeit. Schade. Ja, ich bin noch zu schlecht ein bisschen, ne? Jetzt warten wir, bis das Leben wieder voll ist. Dann versuchen wir es nochmal. Leben füll dich doch schneller auf. Müssen mehr den Rotthammer benutzen. Hat sich stark bewiesen. Nicht so einfach. Bam. Zu dem nichts. Mann. Leute. Es ist zu schwierig anscheinend. Thank you.
Mann. Jo, schaffe ich noch nicht. Jo, Leute, wie ihr schon sehen könnt, da unten ist noch eine Kiste offen. Die schaffe ich aber leider noch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht brauche ich eine neue Waffe oder so. Irgendwas, was ein bisschen schneller die Gegner klärt. Das machen wir irgendwann in einer zukünftigen Folge, würde ich sagen. Hoffentlich vergesse ich es nicht. Ich bedanke mich nochmal fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Thales.